Tag habe ich mir mal Inferno von Joshua J. bestellt und heute möchten wir das zusammen mal auspacken. Und somit, hallo liebe Zuschauer und hallo Digital Jamie, worum geht's in diesem Video? Kuckuck! Heute sind Kartentricks dran. Wenn keine Kartentricks dran sind, dann sind sonstiges oder Gaming-Videos dran. Bei Kartentricks machen wir meistens eigentlich nur das. Wir nehmen hier alles zusammen und wir schmeißen es weg. Übrigens, bevor ich es vergesse, sag den Zuschauern bitte noch einmal, worum es genau in dem Video geht. Mache ich gleich aber noch ganz kurz was anderes. Ungefähr 90% meiner Zuschauer haben meinen Kanal nicht abonniert, deswegen würde ich einfach mal sagen, abonniert meinen Kanal. Keins meiner Videos hier mal verpasst und lasst auf jeden Fall auch ein Like da. Und abonniert mich gerne auch auf Instagram. Wir wollen uns heute Inferno bei Joshua J. anschauen. So, das Ganze sieht hier so aus. Da steht Inferno mit so einer Flamme, Joshua J. und so ein Sticker und eine Schrift. Produziert bei Card Shark. Sieht man da unten? Ja. Und ich würde einfach mal sagen, wir packen das Ganze jetzt aus. So, und zwar, wir sehen, wir haben hier eine CD. Okay. Interessant. Und wir haben hier noch etwas. Das möchte ich euch hier erstmal nicht zeigen. Okay, hört sich interessant an. So viel jetzt erstmal dazu und ich möchte jetzt erstmal ganz kurz schauen, was man damit machen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt den Effekt ganz fleißig geübt und jetzt wird es Zeit, euch den zu präsentieren. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt an. Wir haben eine Streichholzschachtel, dazu kommen wir gleich. Nur keine Streichhölzer. Wir spielen jetzt nämlich ein Spiel. Du darfst alle Regeln bestimmen, alle Entscheidungen treffen. Zumindest, das wird gleich Siri machen über mein iPhone. Ich hole das gleich und wir werden nämlich jetzt gleich imaginäre Karten verbrennen. Du musst eine ganz wichtige Aufgabe machen am Ende des Spiels, denn du wirst ins Feuer greifen und eine Karte retten. Ist nun mal so, Leute. Das musst du, da musst du jetzt nun mal durch. Und egal, was du sagst, genau, das werden wir verbrennen. Und jetzt hole ich mal mein Handy. So, mein Handy ist jetzt da und wir müssen erstmal gucken, kann es eigentlich eine Münze werfen? Wirf eine Münze. Och ey, die Münze ist in den Gulli gefallen. Guckt euch das an, die Münze ist in den Gulli gefallen. Dafür kann ich nichts. Hier. Die Münze ist in den Gulli gefallen. Wirf eine Münze. Es ist... Die Münze ist in den Gully gefallen. Du willst mich doch wohl vergangeiern, oder? Okay, dann müssen wir etwas anderes machen. Und zwar, wir müssen einfach Alexa fragen. Vertraut mir da ruhig. Vielleicht sagt die iPad-Serie was anderes. Wirf eine Münze. Ja. Ja, das kann ich nicht. Sorry. So, also hier, Kopf steht für Bildkarten. Das seht ihr nicht. Seht ihr es vielleicht? Das ist Zahl. Das heißt, alle 9er, alle 8er, alle 7er, alle 6er, alle 5er, alle 3er brennen jetzt. Und Streichholz. Weg sind's. Jetzt sind noch Buben, Damen, Könige übrig. Also Männer und Frauen. Was willst du als nächstes verbrennen? Die Männer oder die Frauen? Bildkarten sind jetzt die Männer. Okay. Ich mach nichts. Sind? Sie ist gar nicht, warte. Ah, das ist Zahlen. Das heißt die Frauen. Hier dran. Okay. Die Frauen brennen. Aber ich habe gesagt am Anfang, du solltest ins Feuer greifen und eine Dame retten. Das ist die, wir sagen einfach Kreuzdame. Und in meiner Streichholzschachtel ist eine Karte drin. Seht ihr das? Sieht man das? Eine Karte ist hier drin. Und es wäre natürlich krass. Also wir werden jetzt mal gucken, welche Karte das ist. Die Büroklammer brauchen wir nicht mehr. Und jetzt, was hattet ihr nochmal gesagt? Kreuz, ne? Oder seht ihr nicht? Und? Oh yeah, Kreuz haben wir hier. Das ist egal, was der Zuschauer gesagt hätte. Das ist komplett egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Hier ist noch unsere Münze. Genau, dann ist weg. Es spielt gar keine Rolle, was der Zuschauer gesagt hätte, denn ja,
Es spielt halt gar keine Rolle, was er gesagt hätte, denn es geht, was er gesagt hätte, wie er es gesagt hätte. Es ist viel mehr, als ich gedacht hätte. Es ist viel, viel mehr, als ich gedacht hätte. Das hätte ich nicht gedacht. Also, es ist viel mehr, als gedacht hätte, als ich mir das Tutorial angeschaut habe. Wow. Eine Stelle ist ultra kritisch. Eine Stelle, zwei sind ultra kritisch. Zwei sind kritisch. Zwei Stellen sind kritisch. Und zwar, will ich gar nicht sagen. Die sind auf jeden Fall kritisch. Und man kann diesen Trick, ich habe gemerkt, als ich das geübt habe, ich habe nämlich ganz fleißig geübt, diesen Trick gar nicht machen, wenn man schwitzige Hände hat. Also, wascht euch immer schön vor die Hände, bevor ihr das macht. Ganz wichtige Lektion. Ich habe echt 2 Stunden oder so das Ganze geübt, bis ihr es jetzt hier seht. Ist nicht ganz perfekt. 2 Stunden ist nicht viel, will ich euch sagen. Aber das war es jetzt auch somit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und ja, ciao!